Frauen riskieren ihr Leben für einen großen Po. Der Brazilian Butt Lift, eine potenziell tödliche Schönheits-OP. Das ist ja nicht normal, wenn aus einer zugenähten Wunde einfach Fett rausläuft. Natalia verdient ihr Geld mit TV-Shows und Instagram. Über Insta wird sie auch auf den BBL aufmerksam und entscheidet sich schließlich für eine OP. Doch die verläuft nicht so wie gewünscht. Schon direkt nach der Narkose habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und als der Verband dann abgekommen ist, wirklich, ich bin in Schock gefallen. Ich habe auch geweint wie ein kleines Kind. Das Fett, das ihr in den Po gespritzt wurde, läuft aus den zugenähten Stellen wieder raus. Der Po ist übersät mit Blutergüssen. Am Ende bleiben große Beulen. Sie erinnert sich an einen Versuch, den Po zu korrigieren. Nichts ist passiert. Es war genau so wie vorher. Ab da war für mich der Ofen aus. Ich werde mich nicht sonst wie oft einfach unters Messer legen, weil er es verbockt hat. Was macht den Brazilian Buttlift so gefährlich? Und vor allem, wer?